Verbotene Inhalte bei YouTube, ja, gibt's sowas überhaupt? Man könnte doch meinen, bei YouTube ist quasi alles erlaubt, aber weit gefehlt. Es gibt eine ganze Fülle von verbotenen Inhalten und wenn euch da vielleicht irgendwann mal so eins vor die Flinte kommt, dann gibt's im schlimmsten Fall die Schließung des Kanals, na, meistens vorher ein Strike, aber damit ihr ganz genau wisst, was geht und was nicht geht, schaut euch dieses Video an, dann wisst ihr ganz genau, worauf ihr achten müsst. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Ja, jeden Montag gibt es von mir Neues zum Thema Recht auf YouTube, also alles, was du da wissen solltest, wenn du bei YouTube unterwegs bist. Jeden Mittwoch das gleiche für Instagram und TikTok und am Freitag präsentiere ich sozusagen immer den kesselbunten Strauß, also alles, was es rechtlich Neues gibt, also beschließt Frau Merkel mal wieder eine Ausgangssperre oder gibt es irgendwas anderes Spannendes. Guck dir an, was es freitags gibt. Also auf jeden Fall lohnt sich ein Abo. Lass es direkt da, dann erfährst du immer das Allerneueste. Aber jetzt wollen wir erstmal loslegen mit dem spannenden Thema verbotene Inhalte auf YouTube. Wie ihr das schon kennt, ist dieses Video mal wieder in 3 Teile geteilt, ganz genau. Im ersten Teil, da erfährst du von mir, woher du eigentlich weißt, was verboten ist. Müssen wir uns das überlegen? Müssen wir irgendwo nachlesen? Wo geht's darum? Wo erfährst du, was ist verboten? Im zweiten Teil helfe ich dir dann nochmal auf die Sprünge. Also es gibt natürlich auch bestimmte Themen, die immer wieder vorkommen und die ja immer verboten sind. Das heißt sozusagen, die Best of Verboten erkläre ich dir im zweiten Teil. Und im dritten Teil, wie könnte es anders sein, erkläre ich dir natürlich, wie du das Ganze am besten handelst. Also wenn du YouTuber bist, YouTuber werden willst, dann solltest du so ein paar Dinge beachten und ja, das erkläre ich dir im dritten Teil. Jetzt wollen wir aber loslegen mit der Frage, woher weiß ich eigentlich, ob und was bei YouTube verboten ist? Ja, die Frage ist eigentlich schon fast die Antwort. Immer wenn man auf irgendeiner Plattform unterwegs ist, dann gibt es Plattformregeln. Ja, in dem Fall heißen die Community-Richtlinien. Also YouTube hat Community-Richtlinien. Das ist sowas Ähnliches wie die Gesetze von YouTube oder die Spielregeln, um es netter zu sagen. Und da legt YouTube in dem Fall fest, was geht und was nicht geht. Und ganz klar, da gibt es auch eine Rubrik zu verbotenen Inhalten. Also sprich, es ist jetzt nicht einfach so, dass wir uns das ausdenken können oder sagen, hey, alles was Sex ist, das ist verboten oder Sex sells, das ist immer erlaubt. Nein, YouTube hilft uns da und sagt uns ganz klar, das dürft ihr hier und das dürft ihr hier nicht. Also sprich, eigentlich wäre der erste Blick in die Community-Richtlinien, aber ich habe ja versprochen, Teil 2, ich helfe ein bisschen. Wie versprochen erzähle ich daher unter Top 2, was denn sozusagen die Top 5 der verbotenen Inhalte auf YouTube sind. Und eigentlich sind es Top 5 plus 1, also eigentlich sind es 6 Bereiche, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und da sind wir auch schon beim ersten. Der erste Bereich ist nämlich Sex. Also alles, was Sex angeht, mag YouTube gar nicht. Da gibt es schnell eine Verwarnung, also einen Strike. Oder ja, sogar im schlimmsten Fall die Schließung des Kanals. Also alles, was mit Pornografie und Ähnlichem zu tun hat, möchte YouTube nicht. Steht ganz klar in den Richtlinien direkt. Finger weg davon. Das gibt nur Ärger mit YouTube. Nummer 2. Ähnlich klar sind alle Inhalte, die irgendwie Gewalt beinhalten, gewaltverherrlichend sind, die sind verboten. Also angefangen von Tierquälerei übergehen zu irgendwelchen Misshandlungen und Ähnlichem, natürlich ganz klar in den Community-Richtlinien verboten. Das klingt jetzt erstmal sehr eindeutig, aber dieser Passus, der geht sogar noch ein bisschen weiter in den Community-Richtlinien. Da ist nämlich nicht nur Gewalt sozusagen verboten, sondern auch alles, was irgendwie schädlich ist. Also eklig zum Beispiel. Also wenn jemand jetzt irgendwie kotzt und das Ganze bei YouTube veröffentlicht wird, dann kann es auf jeden Fall Ärger mit YouTube geben, mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich Ärger mit der entsprechenden Person gibt, die ihr da gefilmt habt. Dazu haben wir auch schon ein Video im Zusammenhang mit TikTok, also könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Aber auf jeden Fall merkt es euch auch direkt für YouTube, das mag YouTube auch gar nicht. Ähnlich sieht es dann aus, wenn ihr euch irgendwie verletzen könntet, also mit hoher Verletzungsgefahr, da hat YouTube wahrscheinlich auch Angst vor Regressen. Also sprich, deshalb gibt es da immer ein bisschen Probleme. In welchem Bereich spielt das häufig eine Rolle? Kennt ihr vielleicht auch diese sogenannten Urbexer, die sind total in, also Leute, die Lost Places sich angucken und dazu ein Video machen. Ja, und da ist natürlich ganz klar manchmal auch Verletzungsgefahr. Aber wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, früher wurde da manchmal so eingeblendet,
eingeblendet, hey, gefährlich und Verletzungsgefahr. Und das wird ja jetzt inzwischen gar nicht mehr so oft eingeblendet. Das liegt daran, dass YouTube dann natürlich quasi darauf aufmerksam gemacht wird, dass da ein Problem ist und dass dann die Monetarisierung zumindest dieser Videos ausgesetzt wird. Ja, und das möchten natürlich die entsprechenden Filmer nicht. Und deshalb fehlt das inzwischen da. Also sprich, auch da geht es letztlich um die Community-Richtlinien von YouTube. Dann geht es natürlich auch immer um Diskriminierung. Wenn irgendjemand diskriminiert wird, dann mag YouTube das auch nicht. Und da finde ich vollkommen zu Recht. Ihr wisst ja auch, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und da gibt es auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und als ich die Richtlinien von YouTube da zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich ganz stark daran gedacht. Denn auch YouTube legt fest, dass man quasi ja aus keinem Grund diskriminiert werden kann. Natürlich nicht wegen Rasse, Alter, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter. Sexuellen Neigungen, also wirklich, bei YouTube ist auch alles dabei. Keiner soll diskriminiert werden, finde ich super. Also insofern könnt ihr da direkt Hassvideos in diese Richtung direkt vergessen. Dickes Lob an YouTube, das finde ich super. Aber für euch auch ganz klar, dann seid ihr vermutlich sogar noch schneller raus als in anderen Bereichen, weil da versteht YouTube eben auch keinen Spaß. Ganz ähnlich, wie es bei der ganzen Gruppe von Hasskommentaren aussieht, also bei einer Diskriminierung von einer Gruppe, sieht es YouTube bei Diskriminierung von einzelnen Personen. Also Stichwort hier eher Cybermobbing, Hasskommentare und ähnliches. Auch da ist YouTube sozusagen ganz dagegen, hat da einen strikten Riegel vorgeschoben. Und auch da, wenn ihr gegen die Regeln verstoßt, gibt es einen Strike oder im schlimmsten Fall die Schließung des Kanals. Auch da, wie ich finde, völlig zu Recht, denn man muss sagen, da sind die deutschen Gesetze vielleicht manchmal noch so ein bisschen hinten dran. Also da sind die Strafen vielleicht nicht so, wie sie sein sollten, beziehungsweise die Pflicht eigentlich von YouTube nicht so dolle. Aber insofern gibt es hier die Community-Richtlinien. Das heißt, YouTube hat sich selber da Richtlinien gegeben, die YouTube auch, finde ich, relativ streng durchhält, was ich in dem Fall auch echt begrüßen kann und muss. Also sprich, Hasskommentare könnt ihr euch direkt sparen. Da seid ihr genauso raus, wie wenn ihr irgendwen diskriminiert. Ja, last but not least gibt es aber natürlich noch einen letzten Aspekt, den wir wahrscheinlich alle hier so in Deutschland eher mit den USA in Verbindung bringen. Denn YouTube möchte auch nicht, dass zum Kauf von Schusswaffen animiert wird. Ja, das klingt ungewöhnlich, für deutsche Verhältnisse jedenfalls, aber klar, möglicherweise ist das auch von den USA ein bisschen zu uns rüber geschwappt. Jedenfalls hat YouTube in den Community-Richtlinien sehr, sehr deutlich niedergelegt. Kein Verkauf von Schusswaffen, kein Anreiz, das zu tun, also keine Werbung in diese Richtung. Da seid ihr auch ganz schnell raus. Insgesamt würde ich da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Man ist gerade mit Schusswaffen auch schnell im Bereich Gewalt. Und da sind wir sozusagen ja im nächsten Top 5 der verbotenen Dinge auf YouTube. Also sprich da, seid vorsichtig, ist auch nicht nötig, wie ich finde, um da gute Videos zu machen. Seht ihr an den erfolgreichen YouTubern, die haben mit vielen Sachen Probleme, aber ich glaube nicht mit dem Verkauf von Schusswaffen. Also insofern fand ich es ganz interessant, wollte es euch mal erzählen, auch wenn es vielleicht praktisch nicht ganz so relevant ist, aber wenn ihr das nächste Video erstellt, denkt ihr dran. Tatsächlich ist aber die Liste der verbotenen Inhalte noch viel, 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 viel länger. Das ist sozusagen nur das, was ja besonders heraussticht, aber es gibt noch ganz, ganz viel mehr. Zum Beispiel tatsächlich ist sowas wie Spam verboten oder medizinische Fehlinformationen zu Covid-19 ist auch verboten. Also sprich, ganz, ganz viele Bereiche. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Richtlinien von YouTube da mal zu lesen. Also wer regelmäßig Videos macht und der da vielleicht auch mal hart am Wind segeln möchte, da muss man vorher sich ganz genau informieren, was geht und was nicht geht. Und am Schluss, ihr ahnt es schon, der dritte und letzte Teil meines Videos. Es gibt am Schluss bei mir immer einen Tipp. Und dieser Tipp ist in diesem Fall ja, so halb juristisch, halb Erfahrung. In dem Fall kann ich euch nämlich sagen, juristisch kann man immer über sehr, sehr viel diskutieren. Was ist Gewalt? Was ist gewaltverherrlichend? Ist es wirklich schon eine sexuelle Handlung, die da gezeigt wird? All das kann man diskutieren. Aber es gibt so ein paar Plattformen, mit denen kann man schlecht diskutieren. Und YouTube ist eine davon. Also sprich, natürlich kann man versuchen, vor Gericht zu ziehen, aber der Kanal, der ist jetzt mal trotzdem gesperrt. Das heißt, es ist wirklich so, dass ich manchmal sagen muss, ich kann euch in vielen Fällen besser beratend helfen, also im Vorfeld, indem ich euch jetzt dieses Video mache und euch sage, hey, achtet darauf, dass ihr bestimmte Bereiche einfach nicht in euren Videos zeigt. Andersrum kann ich auch manchmal ehrlicherweise nur sagen, es ist super schwierig, sich mit manchen Plattformen auseinanderzusetzen. YouTube, Instagram, das sind so Plattformen, die man faktisch kaum erreicht, die für den deutschen Markt schwierig zu erreichen sind. Das heißt, auch in gerichtlichen Verfahren ist es da immer schwierig, nicht unmöglich. Aber
es ist auf jeden Fall immer ein längerer Weg. Und gerade wenn man bei YouTube unterwegs ist, dann kennt ihr das. Lange Zeit möchte man gerade nicht warten. Und Gerichte sind einfach dafür bekannt, dass es länger dauert. Also insofern könnt ihr, wie ich immer so schön sage, hart im Wind segeln. Aber dann müsst ihr möglicherweise relativ lange ohne euren YouTube-Kanal auskommen. Klar, könnt ihr danach ein schönes Video zu eurem Prozess machen. Aber eine Weile wird es dauern. Und das kann auch durchaus wesentlich länger dauern als ein Strike bei YouTube. Also die Sperrung, die ihr dann vielleicht als Verwarnung bekommt, bevor der Kanal komplett dicht gemacht wird. Insofern ist das wirklich so eine Abwägungssache. Man kann natürlich ja so Mandanten gewinnen, wenn man jetzt sagt, ach, das ist alles ganz einfach. Aber ich will ehrlich zu euch sein, ganz einfach ist das bei YouTube nicht. Und ähnlich muss ich euch sagen, man kann natürlich so möglicherweise Follower gewinnen oder Abonnenten, aber ich würde da wirklich vorsichtig sein. Vielleicht gewinnt ihr den einen oder anderen Abonnenten, aber was nützt das Ganze, wenn danach der Kanal dicht ist? Also, da würde ich wirklich vorsichtig sein. Und der beste Tipp ist hier, seid vorsichtig, bevor ihr die Videos erstellt. Überlegt zweimal und erspart euch da den Gang zum Anwalt. Das wird nämlich teuer, das dauert lange und ist echt schwierig. Also insofern, nichts ist unmöglich, aber stellt euch darauf ein, die Verfahrensdauer bei deutschen Gerichten, die ist einfach nicht flitzi-flotzi, sondern eher ziemlich lang. Ich hoffe jedenfalls, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen und ihr immer noch fleißig euren Kanal betreiben könnt, denn ihr wisst schon, wieder am Mittwoch gibt es Infos zu Instagram und TikTok. Am Montag seid ihr wieder dran mit YouTube und am Freitag gibt es einen Kessel Buntes. Ich freue mich besonders auf diesen Freitag, denn es zeichnet sich einiges ab in der Corona-Krise. Da gibt es wohl die Ausgangssperre von Frau Merkel, da gibt es ein neues Gesetz oder eine Verordnung von Herrn Heil zum Testen von Arbeitnehmern. Also sprich, es tut sich wieder einiges, da gibt es einige spannende Infos. Auch in Sachen Reisen ist einiges dabei. Also lasst ein Abo da, dann erfahrt ihr auf jeden Fall, was so geht.